Yu-Gi-Oh! In 2023. Was kommt dieses Jahr alles? Finden wir das einmal zusammen heraus. Das erste, was natürlich kommt, ist einmal am 19.01. Das ist das nächste Deckbuilder-Set. Und das ist einmal Amazing Defenders. Dieses Set hat 3 neue Archetypes drin. Das war es eigentlich auch schon. Die 3 neuen Archetypes sind einmal Mikanko, Pearly und Rescue Ace. Habe ich jetzt definitiv nicht abgelesen. Diese 3 Archetypes sind irgendwie cool, aber halt irgendwie auch nur das. Gut sind die nicht wirklich, aber wir haben jetzt in Yu-Gi-Oh! Einen Hydranten. Und das muss doch auch irgendwas wert sein. Das spielt in eurer Runde, ist ganz cool. Pearly ist ein bisschen so wie Zodiac. Die machen was mit XI-Materialien und alles. Ist ein cooles Deck, ist ein XI-Best-Deck. Erinnert so ein bisschen an Evoli von Pokémon. Die Parallelen sollten klar sein. Und Mikanko ist ein bisschen wieder dieser Waifu-Archetype. Wie wir es halt schon kennen. Wir haben gesehen in den letzten Jahren, dass aus diesen Deckbuilder-Sets manchmal Decks meta-relevant werden. Das Deck, was hier wahrscheinlich das beste Potenzial hat, das meiste Potenzial hat, ist wahrscheinlich Pearly, weil die haben schon neue Karten angekündigt bekommen, die Sucherkarten sind, die ein bisschen mehr Stuff machen können. Ich glaube aber nicht, dass das Set unglaublich großartig ist und wir jetzt wirklich viel Meta mit diesem Set sehen werden. Aber am 19.01. kommt das Set raus. Wenn ihr ein bisschen mehr dazu sehen wollt, wir haben schon die Creator Openings, weil das kommt ja schon bald raus. Da werden schon mal ein paar Karten gezeigt. Ein Video von mir, was genau drin ist, folgt logischerweise auch noch. Dann gibt es direkt ein paar Wochen später den Release von dem neuen OTS, und zwar OTS 21, von dem wir aktuell noch nichts wissen. Für alle, die keinen Plan haben, was ein OTS-Pack ist: OTS-Packs sind Packs, die ihr auf Turnieren gewinnen könnt. Kriegt ihr vom Organizer ausgehändigt, wenn ihr teilnehmt oder gewinnt. Meistens halt bei beiden Sachen. In diesem Set sind immer ein paar Super-Rares drin, die irgendwo relevant sind. Ob es irgendein Reprint ist von irgendeiner Strategie, die gerade gespielt wird und deswegen gerade gebraucht wird. Oder ob es irgendwelche meta-relevanten Karten sind, die schon lange keinen Druck mehr gehabt haben und die jetzt halt hier nochmal gedruckt werden. Oder ob es einfach Upgrades sind von Karten, die aktuell vielleicht nur nach niedriger Rarität existieren. Kommt öfter mal vor. Meistens wirken die Super Rares aber so ein bisschen random. Und wir kriegen natürlich immer 3 neue Ultimate Rares. Was, wenn ihr mich fragt, ziemlich gut ist. Ich finde, die Ultis ist die schönste Rarity. Auch wenn die natürlich in den letzten Jahren schweineteuer geworden sind. Also ich kann euch nicht sagen, wenn ich das letzte Mal Ulti gesehen habe, die jetzt nicht zu viel wert war, als es eigentlich hätte sein dürfen. Was noch am 9.2. rauskommt, ist einmal das nächste Core-Set. Und das ist einmal Photon Hypernova. Dieses Set ist heftig. Weil, und das finde ich eigentlich sehr, sehr verwirrend, es gibt in diesem Set keinen neuen Archetype. Das heißt, wir haben 100 neue Karten und keinen neuen Archetype. Es kann natürlich sein, dass wir Support bekommen für Goti. Könnte sein. Oder dass wir einen neuen TCG Exclusive Archetype bekommen. Das wäre auch möglich, weil wir sind aktuell 80 Karten davon. Und hier ist einmal die Liste von den Themendecks, die Support bekommen. Ja, das sind tatsächlich eine Menge. Sehr, sehr viele Karten drin zu Kashtira, womit das wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Meta einschlagen wird. Ein paar neue Karten sind abgeheuerlich Monstern. Ich weiß, der Name ist furchtbar, aber so heißt die nun mal in Deutsch. Und natürlich auch Bösauge, Chaos, Despia kriegt neue Karten. Dogmata kriegt ein bisschen neues Stuff. Selbst Galaxy kriegen Karten. Und Gishki, der neue Gishki-Support, ist, by the way, echt nicht bad. Ich weiß nicht, ob der gut ist, aber der ist nicht bad. Ich glaube, das Set selber ist nicht so krass, wie man denkt. Zumindest nicht, was für die Hype-Karten angeht. Aber es gibt eine Karte drin, die könnte für einiges an Schaden sorgen. Und das ist einmal Triple Tactics, die jetzt einen etwas anderen Namen hat. Aber das ist die Karte, die sagt, wenn der Gegner einen Monster-Effekt in der Runde aktiviert hat, könnt ihr, wenn der Gegner Monster kontrolliert, eine Zauberfallenkarte, normale Zauberfallenkarte, ganz wichtig, direkt auf eure Hand nehmen. Wenn er kein Monster kontrolliert, könnt ihr die setzen. Die kann dann für die Runde aber nicht aktiviert werden. Das ist eine Karte, die werden wir definitiv im Metagame und irgendwo in Yu-Gi-Oh! Sehen.
Denn die Karte ist so unglaublich strong, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die kein Play sieht. Für generische Liebhaber ist das jetzt nichts Krasses. Für Leute, die jetzt ihr Themenleck supportet haben wollen, go for it. 9.2. Photon Hypernova. Dann eine Sache, auf die ich mich persönlich sehr freue und wo ich glaube, dass Konami damit eigentlich einen ganz guten Job gemacht hat, ist einmal am 23.2. bekommen wir einmal das Trapbrix Structure Deck mit dem wunderbaren Namen Structure Deck. Beware of Trap Tricks. Warum ich das eigentlich so cool finde, ist, es gab ja damals dieses Head-Format. Das waren halt Hands, Artifacts, Trap Tricks. Und jetzt kriegen wir in dem Structure Deck Hands und die Trap Tricks und Moral Tuck. Also Head. Ich finde das eigentlich eine ziemlich coole Idee von Konami. Natürlich neue Support-Karten drin. Definitiv ist, glaube ich, für die Trapix-Liebhaber ein sehr, sehr cooles Deck. Ich glaube, dass es eins der besseren Decks ist, was man so out of the box spielen kann. Und sowas mag ich halt sehr gerne, weil ich baue ja diese Decks für die 30 Euro. Dafür hilft das logischerweise. Und ich glaube, das ist für Neueinsteiger auch ganz gut, weil ihr direkt alle wichtigen Karten habt, also den Großteil der wichtigen Karten, nicht alle, aber den Großteil der wichtigen Karten. Und ihr habt ein paar generische Karten, mit denen ihr spielen könnt. Und wenn ihr gegen eure Freunde spielt, kann das unglaublich witzig werden. Also ich glaube, das ist wirklich ein Structure Deck. Das wird für sehr, sehr viel Spaß sorgen für Leute, die das halt zum ersten Mal sich mit Yu-Gi-Oh! Beschäftigen. Ich glaube, das wird sehr, sehr cool. Wenn ihr mehr von solchem Content haben wollt, lasst mir gerne mal ein Like dafür das Video, damit ich weiß, ihr habt auf sowas Bock. Und dann werde ich auf jeden Fall auf die ganzen Sets auch mal eingehen, in separaten Videos, wenn die Zeit dafür auch kommt. Machen wir weiter mit dem nächsten Datum und dem nächsten Release. Und das ist einmal ebenfalls der 9.3. Und das Set heißt einmal Maze of Memories. Mit der Abkürzung MAME. Wir hatten jetzt MAMA mit Magnificent Mavens. Jetzt kommt MAME. Wir kriegen hier in diesem Set am 9.3.2022 Support für den Torwächter. Den Torwächter. In 2022. 2023, ich bin noch im alten Jahr. Ignoriere mich einfach. In 2023 bekommen wir Support für Torwächter. Der ist nicht gut, aber es ist funny as hell, dass sie da Support kriegen. Natürlich ist der Support nicht kacke. Aber der ist halt nicht gut. Und das zeigt sich auch an den Reprints, die wir in diesem Set sehen. Weil Konami offensichtlich gemerkt hat, ja, dieses Set ist halt nicht so gut. Packen wir mal ein paar Karten rein, um das Set doch schon zu verkaufen. Denn wir kriegen einen Reprint von Guardian Chimera, Evermax und Blumenbaronin in diesem Set. Habe ich was vergessen? Nö. Ja, es gibt noch ein paar andere Support-Karten für andere Themendecks, die jetzt nicht Gate Guardian sind. Weiß nicht, irgendwas zu Firewall Dragon. Auf jeden Fall ein paar coole Karten, die da drin sind. Auch für Karten, die generell Yugi gespielt hat, alles, was so mit diesem Duell zu tun hat, mit den Paradox-Brüdern. Ob es jetzt halt der Gate Guardian ist, ob sie Karten, die Yugi gespielt hat dafür, oder halt Jaden oder so. Die kriegen alle irgendwie Support. Und warum auch immer sind da Synchron und Sternstaub und Utopia-Support-Karten drin. Ich habe keinen Plan, warum, aber die sind da auch irgendwie drin. Alles irgendwie so ein bisschen Misch von Protagonisten. Plus halt Gate Guardian-Support. Am 30.03. kriegen wir wieder eine Speed-Duell-GX-Box, und zwar Duelist of Shadows. Ich weiß nur, dass da die Sacred Beast Monster drin sind und der Goldene Homunculus. Mehr weiß ich nicht. Ich glaube, mehr wissen die anderen Leute auch nicht. Und ich bin ehrlich mit euch, mehr möchte ich auch gar nicht wissen. Es ist cool, dass Leute Speedrun spielen können, dass sie neue Karten bekommen. Aber es ist nicht mein Format und wird es, glaube ich, auch nie werden. Ich habe es mal ausprobiert. Es ist ganz witzig für so ein, zwei Mal. Aber das war es dann auch schon für mich. Und dann am 20.04., also im April, droppt ein Produkt, was ich eigentlich von der Idee her ziemlich cool finde, aber von der Ausführung nicht so cool. Wir bekommen einmal Legendary Collection 25th Anniversary Edition. Das ist eine Box, die kostet um die 25 Euro. In dieser Box sind Booster drin. Alte Booster. Natürlich nachgedruckte Booster, aber Legend of Blue Eyes, Labyrinth of Nightmare, glaube ich, also die ersten vier Booster sind es drin. Und ihr kriegt alle Götterkarten, Blue Eyes, Red Eyes und Dark Magician. Also für die Nostalgie unter uns, richtig geil. Ich finde auch cool,
dass die Karten, die wir kriegen, also bei den Götterkarten, dass das diese Promokarten sind, die jetzt nicht turnierlegal sind. Weil, sind wir ehrlich, die Karten spielt eh keine Sau. Und ich habe ganz gern einen blauen Obelisk, einen roten Slifer und einen gelben Ra. Und es gibt eine Neuerität. Und das ist einmal die Quarter Century Secret Rare. Wie die aussieht, weiß ich persönlich noch nicht. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Was ich aber doof finde, und das finde ich halt schade bei so einer Box, weil es halt den Wert von dem Collectibles ein bisschen kaputt macht, aber ich verstehe, warum Konami es gemacht hat. Ihr werdet eine von 6 Quarter Century Secret Rares in dieser Box bekommen. Also eine von 6 ist dann halt diese Rarität. Die 6 Ultra Rares kriegt ihr auf jeden Fall, also 3 Götter und die 3 Ace Monster und eine von diesen Karten. Ich hätte es halt cool gefunden als Collectible, wenn du halt die 4 Booster reinpackst, die 6 Karten, aber die 6 Karten in dieser extra Rarität reinpackst. Weil der Value wird da eh nicht da sein, weil das Set wird eh von den Casuals sehr, sehr viel gekauft. Also, wenn ihr nicht so viel mit Yu-Gi-Oh! Zu tun habt, werdet ihr es vielleicht kaufen, weil, ey, Götterkarten, Dark Magician, ey, cool, nehme ich mal mit. Könnte ich mir gut vorstellen. Ist für mich der Aspekt, dass wir dann noch mehr verkaufen müssen, um diese Produkte zu bekommen, damit wir die Karten in den Raritäten bekommen. Ich weiß nicht, ich hätte es, glaube ich, cooler gefunden, hätten die einfach die Box rausgehauen mit Karten, die immer drin sind, die man genauso immer kriegen kann mit der Rarität. Weil das wäre halt ein schöneres Sammelobjekt gewesen. Meiner Meinung nach. Aber ich kriege da ja auch für kein Geld. Deswegen ist es wahrscheinlich ein cleverer Business-Move, da nur eine von den 6 reinzupacken als die neue Rarität. Wollte ich aber nochmal anmerken. Ich finde die Idee von dem Produkt ultra cool. Denn das sind definitiv neben Exodia die 6 ikonischsten Karten in ganz Yu-Gi-Oh! Brauchen wir nicht überreden. Für jeden, der noch nie mit Yu-Gi-Oh! Zu tun hat, ihr zeigt eine von diesen Karten. Ah, Yu-Gi-Oh! Hilft also. Und dann das Letzte, was ich für euch heute im Video habe, weil mehr wissen wir auch noch nicht. Das geht also am 4.5. los und das ist einmal Cyberstorm Access. Das ist das nächste Hauptset nach Photon Hypernova. Ist also schon wieder dann nochmal 3 Monate in Zukunft, weil kommen ja alle 3 Monate. Dieses Set hat einen neuen Archetype. Nemurelia, ja. Und wieder Support für etliche Deckthemen. Ich habe gesehen, da ist eine Sprite-Karte drin, die gar nicht gut ist. Optisch sehr cool, aber nicht gut. Und da sind auch wieder Support drin für Endloskette, für Firewall, für Eisjade, für Doppelavatar. Wieder Despia und Dogmatica, also wie man es halt in den letzten Jahren von Konami kennt. Ich glaube, das ist ein sehr cooles Set. Ich glaube, da sind ein paar coole Karten drin, die so semi-generisch sind. Und ich glaube, dass diese semi-generischen Karten hier und da Play sehen werden. Ob das jetzt wirklich halt komplett das Meta warpen wird, ich weiß nicht. Photon Hypernova scheint in der Richtung wahrscheinlich ein bisschen mehr zu machen. Aber wenn ich mir das jetzt so angucke, sind da ein paar witzige Karten drin. Und manchmal reicht ja auch witzig. Ist wahrscheinlich jetzt kein Set, wo ich mein Geld nehmen würde und es halt draufwerfen würde. Aber ich glaube, dass es da sehr viel lieber geben wird, die auch den neuen Archetype zu schätzen wissen, weil der sieht eigentlich ganz cool aus. Muss ich sagen, ist jetzt nicht so dieser krasse Wolf-Archetype. Eigentlich ganz cool. Und das war's schon mit dem, was wir für 2023 alles wissen. Lasst mir in den Kommentaren da, worauf ihr am meisten gehypt seid. Ich persönlich freue mich, mit dem Vorhersteller zu spielen. Das ist so meine Passion. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann rein. Ciao, Leute.